Ich zitter so richtig, wenn ihr das sehen könntet, ey, wenn die Facecam jetzt an wäre, ja, das wäre äußerst unangenehm. Man würde denken, ich hätte den epileptischen, weil ich so aufgeregt bin und ich weiß gar nicht, wem ich noch mehr den Dank schenken soll. Meinen Eltern, dass sie mich auf die Welt gesetzt haben und dass ich jetzt so ein Auto fahren darf, oder euch. Ihr habt es mir ermöglicht. Janne Männer und Janne Frauen da draußen. Ich glaube, ihr macht mich wirklich zum glücklichsten Menschen auf der ganzen Welt. Ich habe übrigens gerade mein Auto aufgetunt und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich würde sagen, ich laber nicht mehr so viel rum, oder? Ihr seid auch richtig nervös und wollt jetzt endlich sehen, das Endresultat, wie das Auto jetzt aussieht nach der Tuning-Session. Okay, komm, zeige ich es euch einfach. Das ist das gute Stück. Oh mein Gott, wenn ich das jetzt hier schon wieder sehe. Oh, da erinnere ich mich wieder ganz genau an den Tag, als wäre es gestern gewesen. Wie die Emotionen, die da hochgekommen sind. Wie aggressiv dieses Auto aussieht. So bissig, so willensstark, als will es an der linken Spur unbedingt an jedem vorbeirasen. Oh, das kannst du auf alle Fälle. Ich habe hier meinen Turbolader eingebaut, einen Motor. Das Teil kann jetzt sagenhafte 180 km/h fahren. Es ist ultimativ atemberaubend. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Natürlich bei dieser Höchstgeschwindigkeit habe ich auch verstärkte Bremsen eingebaut. Schusssichere Reifen sogar, ja, damit die Hater uns nicht aus dem Auto rausballern können. Getönte Scheiben sowieso muss sein, damit man die VIPs nicht erkennt, die ich in dem Auto rumfahre. Mich selbst nämlich. Und ja, es ist dem Original sehr gut gelungen, wie ich finde. Also fürs Echte hat es dann leider nicht gereicht. Und dafür nochmal ein riesen Dankeschön an euch. Denn ohne mein YouTube-Money hätte ich mir dieses Auto gar nicht durch die Sharkcards finanzieren können. Und dafür wollte ich euch wirklich von ganzem Herzen nochmal danken. Wie gesagt, jeder, der es mir gönnt, der kann gerne ein Like da lassen. Jeder, der es mir nicht gönnt, der abonniert einfach den Kanal. Und ansonsten kann ich euch nur noch mal kurz einen Soundcheck anbieten. Das ist wirklich richtig krass bei dem Auto, man. Ultimativ durch die fetten Endrohre, die ich übrigens noch aufgerüstet habe, ne? Ah, Alter, richtig geil, die Beschleunigung auch. Oh Mann, Kinder, hört selbst euch mal den Sound an. Boah, ich glaube, ich bin gekommen. Das ist doch einfach nur richtig krass, oder Freunde? Da knüppeln wir jetzt ein bisschen, da peitschen wir über die Straßen in Los Santos jetzt mal. Also wirklich richtig fresh. Das ist einfach nur mein Traumauto. Und von euch da draußen, ne, wer es noch nicht gemerkt hat, ihr wurde gerade eben geprängt. Kakamboka Kiko no! Kiko Machile! Kamazakana! Nach aller feinster Janne-Menscher Manier, ihr fordert immer mehr Telefonpranks und ich wollte euch jetzt einfach mal fühlen lassen, wie sich so ein Prank dann anfühlt, wenn ich beim Rockstar Games... Nein, Spaß, seid gespannt, was folgen wird. Es wird episch, um nicht zu viel vorwegzunehmen. Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen, Freunde. Das heißt unbedingt ganz dringend abonnieren, favorisieren, kommentieren, extrovertieren und, falls ihr es noch nicht getan habt, liken. Bis dahin, euer Janne-Mann Automat.